Und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Red Crackable Firestorms. Die letzte Folge war schon ganz geil. Jetzt können wir aber noch geilere Folge machen. Weil jetzt können wir auf einer Map richtig wieder auch mal spielen. So. Ich glaube, ihr könnt immer noch nicht die Musik hören. Damit ich muss nämlich dafür noch eine extra App herunterladen, dass ihr die Musik hören könnt für die Spiele. Also momentan könnt ihr nur von Minecraft die Musik hören, weil Minecraft das schon automatisch eingestellt hat bei mir. Ja, und deswegen könnte ich ihnen nicht die Sounds hören. Aber das ist ja auch, glaube ich, jetzt nicht so schlimm, aber... Weg hier. Das ist, glaube ich, aber nicht so schlimm. Oder haben wir den? Haben wir auch. Doppelkill. Ah, scheiße. Naja. Wenn euch dieses Format hier gefällt, dann lasst auf jeden Fall einen schönen Daumen nach oben da. Das würde mich sehr freuen. Ja. Ich habe gehört, dass man auf Level 10 zu kommen sehr, sehr schwer ist. Kann ich mir auch eigentlich sehr, sehr gut vorstellen, dass es sehr, sehr schwer ist, auf Level 10 zu kommen, weil es ist voll der große Sprung irgendwie von Level 9 auf 10, weil du bist dann irgendwie, ja, weiter. Team 1, ich gehe immer in Team 1 rein, Leute. Geht das auch auf jeden Fall immer in Team 1 rein, das ist das Beste. Warum tragen die alle so einen Kopf da? Das regt mich auf. Man hört immer Promania. Da wird schon geballert. Komm. Okay, das kann ich mal kratzen. Dann müssen wir ganz schnell hier oben hinrennen. Sneaken. Headshot, Doppelkill. Also ich bin nicht schlecht in diesem Spiel. Man sollte mich echt nicht unterschätzen. Mit jedem Moment jemand hochkommen. Schade. Naja. Rein geht's wieder. 2 Kills haben wir schon. Oh, komm mal mit Leben. Ah, schade. Gut, was sucht der hier? Was sucht der hier, Mann? Der hat aber eine gute Waffe. Tatsächlich, der hat echt eine gute Waffe. Hätten wir headshotten können. Und ich hab's nicht gemacht. So dumm. In der Hektik. Ran geht's. Ich habe keine Munition mehr. Was?
Ich wäre jetzt allen Ernstes mit einer Piste ran. Ja gut, mit einer Piste hat man tatsächlich gar keine Chance. Obwohl die Piste halt sehr relativ gut ist im Nahkampf. Was? Wie schnell gehen denn die Runden vorbei jetzt hier? Na, es ist auch noch morgens. Morgens geht immer die Runden schnell vorbei. Oh Gott. Ich habe heute meinen Computer, also heute Morgen meinen Laptop, komplett restartet. Das bedeutet, ich habe sehr, sehr viele Sachen gelöscht. Das bedeutet, mein Computer ist jetzt wieder mein Laptop ist wieder komplett wie neu. Also ich habe nur noch meine Spiele drauf und halt das OBS-Aufnahmeprogramm und halt Steam und etc. Diese ganzen wichtigen Sachen. Ne? Ich habe alle meine Fotos habe ich nicht gelöscht. Scheiße, da habe ich ja gar nicht nachgeguckt. Nee, ja, sollte ich nicht gelöscht haben. Naja. Warten wir mal kurz. Kleines bisschen. Nee, Fotos habe ich nicht gelöscht. Können wir auch mal spielen? Gut. Und, da ist jemand. Ich spüre das. Da ist jemand gerade geflogen. Sniper sitzt da oben. Oh nee. Ich höre, der war da oben. Wo ist der denn? Tritt mich aber auf. Ich hasse Leute, die Leute umzingeln. Oh nö. Nö. Wie konnten wir den treffen? Ja, nice. Ich mache eigentlich oft auch pro Runde einfach mal so 20 Kills. Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Naja, ich spiele auch im Kleinformat. Da bin ich nicht immer so gut. Da muss ich mich dann jetzt gewöhnen. Weil man muss im Kleinformat spielen einfach. Da kann mich hier gar nicht treffen, das ist so eine Sache. Der kann mich nicht treffen, sag ich noch. Ja, okay, mit einem Minigun kannst du mich dann ja schon treffen. Aber okay. Okay, alles gut. Okay, jetzt ist unsere perfekte Chance. Laufen, 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 laufen. Die ziehen uns hier um die Ecke. So, ich dachte schon. Wie? Ja, klar. Ja, klar. Laufen. Hier kommt keiner mehr hoch, leider. Zwei Kills, haben nicht drei. Aber die sind. Was? Mit dem Messer kommt er nicht angelaufen. Ja gut, im Messer macht man immer One-Shot, das ist ein Problem. Scheiß drauf. Wie macht der das? Ich glaube, wir haben Hacker in unserer Runde. Oh nein.
Ja, gut, ne? Das Messer ist sowas von OP im Nahkampf, sowas von. Das Messer ist natürlich nur im Nahkampf. Ich habe gelesen, dass es bald ein Update geben soll, dass man irgendwie. Ich habe da jemanden gesehen. Dass man irgendwie ein Messer werfen kann. Aber das kostet dann irgendwie so 100 € oder sowas. Also nicht so sau viel jetzt. Das hatte ich irgendwo gelesen. Also ich lese nämlich immer die neuen Updates durch von den Spielen. So neue Updates. Also ich meine, die neuen Updates halt. Bei Steam steht ja immer, was in neuen Updates geben wird. Das lese ich mir selbstverständlich immer durch, weil mich das sowas immer interessiert. Was? Da habe ich echt nicht gedacht, dass der da mir um die Ecke kreuzt. Das habe ich echt nicht gedacht. Das habe ich echt nicht gedacht. Ach, der sitzt mit der Knarre immer irgendwo. Naja, ich würde sagen, das war's mit der schönen zweiten Folge von Red Cracking Firestorms. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und ich würde sagen,